Lass uns mal drüber sprechen, auf was es wirklich ankommt, wenn du deine Glaubenssätze drehen möchtest. Vielleicht gehörst du zu denjenigen, die schon seit einer Weile unterwegs sind und dabei sind, Glaubenssätze zu ändern und sich immer wieder wundern, warum du wieder so ein altes Muster reinfällst und merkst, da habe ich ja jetzt doch noch nichts gedreht an diesem Glaubenssatz. Und ich will dir heute verraten, woran das liegt. Ganz, ganz wichtig ist es zu wissen, dass Glaubenssätze nichts anderes sind als Sätze, die wir glauben. Und die Sätze, die du bis eben glaubst, die zur jetzigen Lebenswirklichkeit geführt haben, die hast du nicht nur einmal gehört, sondern die hast du zuhauf, vielleicht millionenfach gehört, auf unterschiedliche Art und Weise, bis du irgendwann begonnen hast, sie zu glauben. Und nach unserem Glauben wird ja geschehen. Das ist die entsprechende Schwingung, die wir ins universelle Feld aussenden. Das matcht und das erschafft dann unsere Lebenswirklichkeit. So, das heißt, ein ganz wichtiger Erkenntnis, wenn du jetzt beginnen möchtest, etwas anderes zu glauben, also um dir eine andere Lebenswirklichkeit zu erschaffen, darfst du dir im allerersten Schritt schon mal bewusst darüber werden, was glaubst du denn bis eben? Was hat zur jetzigen Lebenswirklichkeit geführt? Schreib dann dir diese entsprechenden Setzen mal auf deine Glaubenssätze und dann darfst du das Gegenteil davon aufschreiben. Was möchtest du denn ab jetzt glauben, was dich dahin führt, wo du in deinem Leben eigentlich ankommen möchtest? Und dann geht es darum, dass du dir diese Sätze immer und immer wieder selbst auch vor Augen hältst und nicht nur vor Augen hältst, sondern auch vorliest, laut vorliest. Und dann wirst du merken, wenn du sie dir laut vorliest, wenn du dir zum Beispiel mal 10 Sätze so als Basis mal vornimmst, da wirst du merken, bei dem einen oder anderen Satz wird es dir schwerer über die Lippen kommen, den dir laut vorzulesen, als bei jemand anderem. Da merkst du schon mal, wie so ein innerer Widerstand da ist, weil er so heftig, sage ich jetzt mal, in dir verborgen ist und da Widerstände da sind. Und das ist dann genau das Indiz für dich, dass du genau den Satz dir noch öfter und noch lauter vorlesen darfst, sagen darfst, laut ins universelle Feld geben darfst, um mehr und mehr zu beginnen, ihn zu glauben. Und dann wirst du im Laufe der Zeit auch merken, wie bei dem einen oder anderen Glaubenssatz, wenn du dich beobachtest, du merkst, ah, okay, ja, das beginne ich jetzt wirklich zu glauben. Und bei dem einen oder anderen, da fällt es noch ein bisschen schwerer. So änderst du im ersten Schritt schon mal deine Glaubenssätze, indem du dir die neuen Glaubenssätze immer und immer wieder selbst vorsagst, bis dein System beginnt, sie zu glauben. Und jetzt kommt ein ganz wichtiger Aspekt dazu. Du darfst im Alltag dann jetzt schon, und das ist ganz, ganz wichtig, entsprechend der neuen Glaubenssätze auch deine Gewohnheiten verändern. Was meine ich damit? Wenn es um das liebe Thema Geld geht und du implementierst da einen neuen Glaubenssatz, der da heißt, keine Ahnung, ich habe jeden Monat 10.000 Euro zur freien Verfügung, wenn das dein Ziel zum Beispiel im Hinblick aufs Geld ist, egal was du da nimmst, gehst aber dann üblicherweise gewohnheitsmäßig in den Supermarkt und kaufst die billigste Butter, die es da gibt. Oder kaufst vielleicht sogar noch ein Alternativprodukt zu Butter, weil dein Kopf dir erzählt, Butter ist zu teuer. Naja, was implementierst du denn da? Weiterhin Mangel. Das sind die Dinge, worauf es zu achten gilt, dass du auch entsprechend neue Gewohnheiten in den Tag integrierst. Wenn du eine Reise buchst, dass du vielleicht gewohnheitsmäßig bis eben schaust, was ist denn so das günstigste Hotel vor Ort, wo ich mich mit arrangieren kann? Und gleichzeitig ist aber ein neuer Glaubenssatz, den du gerne glauben möchtest. Deine neue Identität hat jeden Monat 10.000 Euro zur Verfügung. Die schaut ja dann nicht nach dem günstigsten Hotel irgendwo am Urlaubsort, sondern die schaut nach dem Hotel, was ihr wirklich gefällt. Das ist damit gemeint mit Gewohnheiten. Die darfst du unbedingt auch stabil ändern. Das heißt ja nicht, dass du auch gleich schon das 5-Sterne-Hotel für 3.000 Euro die Nacht buchen musst oder die allerteuerste Butter, je nachdem, wo du stehst, dir kaufen sollst. Aber dir das schon mal bewusst zu machen und dann schon mal dich in diese neue Identität hineinzuschwingen und diese Gewohnheiten schon mal zu implementieren in den Tag, um dem Universum auch zu zeigen, hey, in die Richtung geht's, dich damit zu beschäftigen, das ist ein ganz, ganz wichtig
essentieller Punkt, um wirklich Glaubenssätze stabil auch zu beginnen, zu glauben und wirklich zu festigen, um deinem Leben in der Richtung wirklich die Richtung zu geben, wo dein Herz, deine Seele dich eigentlich hinführen möchten. Das meine Inspiration heute für dich, um dir neue Glaubenssätze anzueignen und ja, viel Freude, Spaß und Leichtigkeit damit.